Yeah, let's go. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Und ja Leute, wie ihr es schon im Titel gesehen habt, haben wir endlich eine Icon gezogen. Aber nicht ich selbst, sondern ein Zuschauer in meinen Stream über SharePlay. Wie jeden Donnerstag, Leute, streame ich die WL Rewards und ein Zuschauer hat da einfach eine Ikone drin gezogen. Und ich muss vorher noch sagen, wir hatten zweimal Top 100 Rewards, einmal davon sogar 30-0. Und die Leute haben nicht ihr Elfer Inform-Set aufgemacht, deswegen schreibe ich jetzt auch nicht im Titel zweimal Top 100 Rewards. Das wäre ein bisschen Clickbait, weil eigentlich ist ja da das Besondere, die Elfer Inform-Packs. Aber sie haben ihre 100k-Packs und ihre Player-Packs aufgemacht. Auf jeden Fall hatten wir zweimal Elite, zweimal Top 100. Keine Ahnung, 6, 7 mal Elite 1, über 15 mal Elite oder 20 mal Elite und weiß was ich. Und guckt einfach mal, was die besten Player-Picks waren. Ich kann euch so viel sagen, die besten Player-Picks waren nicht aus dem Elite Rewards. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal kostenlos, Freunde. Wir sind auf dem Weg zu den 100k. Und lasst gerne auch einfach mal 3k Likes auf das Video da. Ja Leute, ich streame jeden Donnerstag die Rewards. Wenn ihr dabei sein möchtet, mache ich die gerne auf. Ich streame mal so 6 Stunden von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr, 14 Uhr 30 circa. Also wenn ihr dabei sein wollt, einfach in den Stream kommen. Und da erkläre ich dann, wie es weitergeht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jumbo selten Spielerpack. Auch mal, aber auch mal hier so ein... Nur schwarze. Auch mal hier eine Icon. Aha, Walkout. In Verteidigung. Genau, Digga. David Silva, dann ziehst du einen 88er, der souveräne 20k kostet. Glaube ich, ne, demnächst. Komm ja nach Worms, wegen Benjis Geburtstag. Oh mein Gott, er hat Werner. Vor allen Dingen, das ist gar nicht so krass, ne? Gönnt doch mal. Wirklich, das ist so krass. Das ist unmöglich, was Gutes da zu ziehen. Das ist unmöglich. Kein Walkout. Und Leute, es gibt 10 Walkouts oder so. Guckt euch das an. Wofür spielt man auf Elite? Wofür spielt man auf Elite? Wir sind drin, Digga. Da muss mal was drin sein jetzt hier. Wir sind drin. 83 plus. Gönn mal ein Walkout. Wir sind drin. Warte mal, warte mal. Nee. Ich lüge nicht, das war sehr weiß. 83 plus. Ja, wahrscheinlich schon im Vorweg. Oh, Walker! Er hat, und nicht Abraham! Abraham. Walkout, gönn. Portugal. Torwart. Nicht real. Hier. Nee, doch. Haben sie alle ausgelacht? Jetzt wird. Oh! Gold 2. Gold 2 Walker. Er ist echt 100, er ist wirklich in die Top 100 gekommen. Ich dachte erstmal wegen 31er, dass er es, ja Leute, 30-0. Was, Gold 2 zieht Walker, Gold 2 zieht Walker und 30-0 zieht hier, sowas. Das ist der Wahnsinn, das ist voll unfair. Alge. Nee, ist keine Alge, Digga, ist in Inform, aber keine Alge. Oh mein Gott, ey. Leute, das sind 30-0 Rewards. Du gewinnst 30 verkackte Spiele. Oh, Longley. 30 verkackte Spiele gewinnst du in dieser Weekend League, wo du gefühlt gegen Leute spielst, die ihre, wirklich jetzt, die ihr linkes Bein abhacken würden, um da einen Sieg gegen dich zu holen. Und davon gewinnst du 30 Mal und dann kriegst du an Longley, herzlichen Glückwunsch, Digga. Da will ich einen CR7, da will ich einen Neymar, da will ich Mbappé, da will ich eine Ikone, da will ich irgendwas Cooles haben. Wahrscheinlich stellst du den für 10k rein. Junge, was machst du da? Ey, was? Ah ja, er ist Top 100, Leute. Das war ja, der mir auf Twitter geschrieben hat. Ehrenmann. Leute, Top 100, guckt euch die Picks an. Guckt euch die Picks bei Top 100 an. Abraham, Grimaldo, Luis Alberto und Touré. Walker, ey, ich schwör's euch, dieses Spiel ist so gefaked. Dieses Spiel ist so gefaked. Ja, zweimal Top 100 und beide ziehen kein Walker oder Timo Werner und zweimal in Gold 2 ziehen die Walker. Das ist nicht mehr normal. Ich schwör's euch, das ist nicht mehr normal. Walkout nach 40 Jahren mal wieder. Portugal, LF. Alisson.
Man denkt, ist gut, Digga, die kosten alle nichts mehr. Ja, hör auf, da rumzuangeln. Weil es gibt's nichts zu angeln, Digga. Könnte was drin sein. Walkout? Portugal? Argentinien? Polen? Stürmer? Lewandowski. Aber der kostet nichts. Oder? Lewandowski ist, glaube ich, nichts wert mit seinem 77 Tempo. Ich weiß nicht, wie oft. Wir hatten auch 4-5 Mal Elite 1. Wir hatten über 15 Mal. Ah, ja! Timo Werner. Ah! Ey, das ist weiß, Digga! Das ist eine Ikone! Ich schwöre, das ist eine Ikone! Drogba! Er hat Drogba gezogen! Digga, werdet ihr mich jetzt verarschen? Wer, das ist ein Clip! Wer, das ist ein Clip! Ich schwöre, das war weiß! Oh mein Gott, meine Nachbarn! Meine Nachbarn! Meine Nachbarn! Wer, die verarschen mich wieder! Aber das ist safe! Das ist ehrlich, oder? Oh mein Gott, Drogba auch noch. Okay, als ob das krass ist. Trotzdem, Drogba. Hört ihr das? Meine Nachbarn hämmern gegen meine Wand, weil es direkt daneben ist. Er zieht Drogba, ich kann nicht mehr, Digga. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's als erster gesehen, Chat. Ich hab's als erstes gesehen. Die Ikone, wir haben es gesagt und es ist dazu gekommen. Der Mann kriegt von mir 20er PSN. Schreib mir bei Instagram, ich muss mir ein Foto von deiner Party machen. Hilfe! Hilfe! Ich habe es genau gesehen mit meinen eigenen Augen, dass es weiß war. Ich dachte nicht, dass ich das irgendwann mal erkenne. Und dann erkenne ich das. Er zieht Drogba. Und jetzt wird es war Videoclip gespeichert, Junge. Dann suche ich dich und ich zeig dich an, Imperio Borussia. Okay, warte, wir gehen der Sache auf den Grund. Wenn du echt bist, dann schreibst du jetzt kurz, dann gehst du kurz in den Transfermarkt. Dann gehst du jetzt kurz in den Transfermarkt und suchst. Und suchst Jordan. Wenn du echt bist, gehst du. Oder Sydney. Gehst du in den Transfermarkt und suchst Jordan oder Sydney? Er ist echt. Ja. Er hat mich nicht verarscht. Er hat mich nicht verarscht. Er zieht eine Ikone on stream. Hilfe, ich kann nicht mehr. Entspannen Sie sich. Sie nehmen sich jetzt zurück. Es ist ein 3M vom Z. Er hat um sein Leben gespitzt und bekommt einen Walkout. Ich habe mich gerade versprochen, aber egal. Belgien, LM, sagt mir gar nichts. Also ist es schon wieder auch gar nichts. Thorgan Hazard, Benitez, Orellana. Aber er hat Drogba gezogen, Digga. Junge, du musst jetzt den Rest deines Lebens deine Packs bei mir im Stream aufmachen. Den Rest deines Lebens. Lol. Oh, Walkout. Portugal. ZOM. Neuer. Neuer. Manuel Neuer ist okay, aber ich glaube, der ist auch nicht so teuer. 40.000 oder so. Bei 3.000 Zuschauer vorhin. Ah, Walkout. Courtois, LF, De Bruyne. Ist der teuer? Was? De Bruyne kostet 300.000. Bei Gott, ich würde nicht mal 70.000 für De Bruyne zahlen. Also ich finde den nicht gut. So, was soll ich jetzt? Ich finde den nicht so gut. Walkout, 125.000 weg. LF, gönn. Oh, Neymar, nicht für Coutinho. Dieses Wochenende mein erster Wahlruf, worauf muss ich achten? Irgendwelche Tipps? Genau darüber habe ich ein Video gemacht. PS, bist ein guter Typ, dankeschön. Urban, darüber habe ich ein Video gemacht. Timo Eifel, danke für dein Abo. Walkout. Oblak. Handanovic. Oblak. Weil die Leute einfach nicht dran denken. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich will... Oh, Bay! Oh! Walkout zum dritten Mal. Gerard Schmeichel. Walkout blau. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Portugal. Spanien. Innenverteidigung. Ramos. Piqué. Ja, oder? Es könnte auch. Doch, es ist Piqué. 88er Piqué. Für ein Video. Walkout. Innenverteidigung. ZDM. Busquets. Digga, er zieht eine 89 und eine 8. Hatte ich sogar 90 Busquets? 89. Edi, bleib so wie du bist, stabiler Typ, dankeschön. Wie findest du Formation? Enge. Oh, Walkout, finde ich gut, die enge Raute. LF, nicht Coutinho, Torwart. Alisson zum zweiten Mal heute. Das ist ein 83 Plus. Das ist ein Walkout, glaube ich. LF, ich habe da nicht hingekriegt. Ey, immer ZDM Brasilien, die ganze Zeit, ich schwör's euch. 6, das ist Paypal.
Ich muss es noch umstellen, dass auch die Leute, die Superchat spenden, da angezeigt werden. Aber ich weiß nicht genau, wie das geht. Sieht man... Oh, Workout. Italien, da hört es doch schon auf, Digga. Man sieht meine Ingame-Einstellungen. Ich habe da viele Videos gemacht, individuelle Taktiken. Gib es einfach mal ein. Da find, auf meinem Channel, da findest du das schon. Und Sané! Oh mein Gott! Sané! Wie teuer ist der? Und Mondi! Aber ich weiß nicht, ob der teuer ist. Sané kostet doch safe über 100k, oder? 150k oder so bestimmt. 200.000 kostet Sané. Alter Schwede. Kanté oder Pogba auf der 6? Kanté. Das ist ein 83+. Hat mehr geleuchtet als vorher. Oh, das ist ein Walkout. Frankreich, Stürmer. ZDM. Kanté. Er zieht wirklich Kanté. 300k nochmal. Wir haben gerade darüber geredet, wer ist besser, Kanté oder Pogba. Es ist der Kollege hier, der den Wurm macht. Kanté in den 15k-Pack.